Ja, Peter, persönlich habe ich schon gratuliert. Möchte natürlich jetzt SVB für den Sieg zusammen auch noch gratulieren. Ja, ich glaube, dass erste Standard aus dem Spiel 1-0 für uns, dann glaubt man, dass das die Sicherheit gibt. Ich fand, dass das nicht so nachhaltig der Fall war. Es ist dann, wir konnten in Ruhe aufbauen, sind gar nicht angegriffen worden und haben dann zwischendurch lange Bälle gespielt, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann, persönlich auch nicht verstehe. Auf jeden Fall ist es so gewesen, daraus ist schon die ein oder andere Aktion gewesen. Aber wenn ich nicht attackiert werde und wenn ich nicht angegriffen werde, dann gibt es eigentlich auch keinen Grund, wenn eine 1-0-Führung auswärts, wenn man weiß, dass der Gegner das dritte Spiel in 6 Tagen macht, ist für mich keine nachvollziehbar erkennbar. Aber so war es. Mit dem i-Tüpfelchen 44. Minute ohne irgendwelchen Druck, ohne irgendwas angeboten bekommen zu haben, langen Ball zu spielen. Danach dann eine Verkettung grober individueller Fehler, die dann dazu geführt haben, mit dem Halbzeitpfiff eigentlich das 1-1 zu bekommen. Das artete dann aus, dass wir beim 2-1 einen individuellen taktischen Fehler gemacht haben, wo man nicht angreifen darf, wo es nicht die Möglichkeit gibt anzugreifen, wo man eigentlich verzögern muss, wo man eigentlich den Raum schließen muss. Das beinhaltet, dass wir das 1-2 gegen uns bekommen haben. Dann haben wir noch ein schönes 2-2 gemacht, aber trotzdem hatte man nicht das Gefühl, dass zumindest erkennbar, dass man dann mit dem Unentschieden aus dem Spiel gehen muss. Im Gegenteil, das 3-2 war dann eigentlich das i-Tüpfelchen auf viele Fehler in diesem Spiel. Und ich finde dann, ob man oben steht oder wo auch immer steht, hat man nicht die Berechtigung und auch nicht irgendwie eine Möglichkeit, so ein Spiel zu gewinnen, geschweige denn Punkte auszunehmen. Und deswegen ist der Sieg von SVB in Hof verdient, der nochmal in 6 Tagen das dritte Spiel macht und dann, sag ich mal, von der einen Mannschaft uns so naiv dann begleitet wird, da darf sich nicht wundern, dass am Ende mit leeren Händen steht. Dankeschön.